Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu deinen Sternzeichen-Quickies für die neue Woche, für die Woche vom 18. bis 24. Oktober 2021. Ich bin Denise Schericke, die Lifestyle-Architektin, Medium für spirituelle Business-Rockstars und lege dir hier gleich die Karten, dass wir mal schauen können, was die neue Woche für dich bereithält, was die Karten dir thematisch mit auf den Weg geben wollen, worum du dich kümmern darfst, was thematisch vielleicht für dich ansteht, worauf du achten kannst, welchen Rat sie für dich haben. Aber seid ihr auch ganz gewiss, das ist ja ein allgemeines Reading. Das heißt, es kann alles, was ich hier sage, auf dich zutreffen. Es kann auch nichts davon zutreffen. Es ist manchmal dieser eine magische Satz, der nur für dich gemacht ist. Alles andere blendest du aus. Also schnapp dir die Infos, die hier für dich gemacht sind. Alles andere lass einfach für später oder komm auch im Laufe der Woche nochmal hierher zurück und vielleicht machen bestimmte Dinge dann nochmal anders für dich Sinn. Ansonsten schau auch bei deinem Aszendent und Mondzeichen vorbei. Das heißt, du hast alle Sternzeichen unten in der Infobox aufgelistet nach Kapiteln. Du kannst dich einfach durchklicken, wo möchte ich mir als nächstes was anschauen. Und wenn du nicht nur dein Hauptsternzeichen schaust, dein Sonnenzeichen nennen wir das auch, sondern eben auch bei deinem Aszendent und Mondzeichen reinguckst, bekommst du ein schönes abgerundetes Bild in Details, was die neue Woche für dich bereithält. Oh, und dann legen wir auch gleich mal los. Wir schauen mal rein. Die Karten sind schon gemischt. Wenn du dich dafür interessierst, welche Kartendecks ich hier benutze, auch das unten in der Infobox unter diesem Video findest du aufgelistet, welche Kartendecks heute für dich mit dabei sind. Und für unseren Wassermann haben wir als erste Karte, die wir hier haben, den Sauerampfer. Affection, also auch Zugewandtheit. Mein Englisch verlässt mich gerade. Aber wenn wir uns mal so mit Sauerampfer auseinandersetzen, ich meine, wofür steht denn das? Dieses saure, ich weiß nicht, wenn du dran denkst, auch wenn man so an eine Zitrone denkt zum Beispiel, ne? Da hat man ja auch gleich diesen Speichelfluss, ne? Und dieses so, jam, 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 jam. Egal, ob man es lecker findet oder nicht, aber dieses Säuerliche macht ja was mit uns. Und dieses auf etwas Lust haben, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft, ja, so auch so eine Zugewandtheit zu irgendwas, also oder jemandem. Also da schau mal hin, was das in der neuen Woche für dich sein könnte, wo du wirklich so eine Hinbewegung spürst und was du dir einfach gönnst, ob das ein Treffen mit jemandem ist, so auf den du gerade richtig Lust hast, eine Person, die du lange nicht gesehen hast, wo du sagst, könnte ich auch mal wieder machen oder ein bestimmtes Essen oder etwas, was du tun möchtest, wo du sagst, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und du sagst, nee, aber es zieht mich dahin, ich will es machen, vielleicht gönne ich mir das Vergnügen doch einfach mal zuerst. Also wohin fühlst du dich so hingezogen? So, darauf habe ich jetzt Lust. Dann mach das, dann gönn dir das. Und egal, was dich da am Kopf dran hindern könnte, ja, aber der Kalender ist so voll, dieses und jenes muss alles noch erledigt werden. Ey, scheiß drauf. Wenn es jetzt dich dahin zieht, dann mach's doch jetzt. Und ich finde es ja ganz witzig, dass wir hier auch die Katze abgebildet haben, denn eine Katze macht es ja auch so, die macht, worauf sie Bock hat. Ohne Kompromisse. Also wer Katzen hat oder schon mal hatte oder Menschen mit Katzen kennt, die Katze regiert den Haushalt, nicht Herrchen oder Frauchen. Also ja, scheiß doch drauf. Mach, worauf du Lust hast und mach das. Ganz hingebungsvoll, ganz liebevoll ist ja auch ein Akt der Selbstliebe für dich, ne? Einfach dem nachzugeben. So, was haben wir hier noch für dich? Sechs der Kelche. Auch hier, ne? Dieses, was tut mir gut? Wer tut mir gut? Sind das Menschen, Personen, Dinge, die mich schon lange begleiten, die ich vielleicht in meiner Kindheit auch gern gemacht habe, die ich jetzt vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt habe. Also vielleicht hast du in deiner Kindheit, jetzt einfach mal Beispiele zu bringen, gerne gemalt, bist gerne in den Wald gegangen. Jetzt ist ja auch Pilzesuchzeit. Ja? Also guck doch mal, was hast du als Kind auch gern gemacht, was du jetzt im Erwachsenenleben auch nochmal aufleben lassen könntest, wofür du vielleicht zu wenig Zeit hast. Ja, kann ich jetzt nicht machen. Ja, mal später. Ja, aber später kommt ja auch nicht. Also irgendwas ist ja immer zu tun. Und zu gucken, okay, mit wem sollte ich denn in dieser Woche Zeit verbringen oder womit, was mir eben gut tut, worauf ich Lust habe, auch wenn es unsinnig ist, auch wenn mein Verstand vielleicht sagt, es ist Zeitverschwendung, dafür habe ich keine Zeit, egal, wenn du da Lust drauf hast, dann mach's. Es kann auch ein Hinweis darauf sein, mehr Zeit mit deinen Kindern zu verbringen oder mit deinen Haustieren zu verbringen oder Kindheitsfreunde zu kontaktieren. Alte Bekanntschaften aufleben zu lassen, also auch das kann ein Hinweis sein.
Guck mal, was da für dich stimmig ist. Schreib es auch gerne mal in die Kommentare, was davon für dich gerade Sinn macht und was, wo du sagst, ja, das nehme ich mir in der neuen Woche vor, das mache ich wirklich, um mal wieder einzutauchen in etwas, wo es mich gerade hinzieht, wo ich gerade eine Sehnsucht nach habe auch. Ja, lieber Wassermann. Deine Herzensbotschaft für die neue Woche lautet: Du bist nicht dein Körper. Du bist auch weder deine Gedanken noch deine Gefühle. Beobachte alle deine Erfahrungen achtsam, aber identifiziere dich nicht mit ihnen. Auf diese Weise gewinnst du Abstand und kannst leichter loslassen. Auch eine sehr, sehr spannende Botschaft für dich. Auch nochmal die Aufforderung, ne, so mehr im Hier und Jetzt anzukommen, die Dinge zu nehmen, wie sie sind. Egal, was es ist, sich auch überraschen zu lassen, wo der Weg dich hinführt. Und es einfach zu verbuchen als menschliche Erfahrung auf einem ja, vom Menschen geprägten Planeten zu sein. Ne? Okay, lieber Wassermann, ich wünsche dir auf jeden Fall eine hingebungsvolle, liebevolle Woche. Und dann schauen wir doch mal in für die Fische, was wir für dich haben. Und hier haben wir das Pfeilchen, das dich zur Ruhe einladen möchte. Das sagt, komm mal zur Ruhe, entspann dich mal, mach mal langsam. Auch vielleicht, wenn die Emotionen in letzter Zeit so ein bisschen hochgekocht sind, zu sagen, koch mal wieder runter. Aber auch generell, wenn dich irgendwelche Dinge gerade unter Druck setzen oder stressen, dir auch zu erlauben, runterzukommen und in die Ruhe zu kommen, vielleicht eine Meditation zu machen oder generell die Natur gerade zu genießen. Wir haben ja hier auch die Blätter, die hier mitfallen und die vielleicht sagen, ja, wir haben aber auch Herbst und auch auf Gemütlichkeit zu schauen, also dich einzukuscheln, es dir schön zu machen, vielleicht Tee zu kochen, Kerzen anmachen, eine schöne Musik anzumachen und vielleicht auch mal Dinge, die auf der To-Do-Liste stehen, auch mal beiseite zu lassen und wirklich in diese Ruhe zu kommen und dir mal so ein bisschen Atempause und Durchschnaufen zu gönnen. Ja, das könnte dir gut tun. Was haben wir hier noch? Wir haben die 10 der Münzen. Genau, also die über Kopf gefallen ist in der Tat. Und wenn wir uns hier anschauen, so diese Heiterkeit, dieser Trubel, Party, Feiern, Miteinander, liebe Leute, vielleicht würde es dir auch mal gut tun, Zeit alleine zu verbringen. Nicht, weil die Leute doof sind, oder, ne, sondern einfach nur, um in deiner Ruhe anzukommen, um bei dir anzukommen, um auch zu überlegen vielleicht, wo zieht es mich denn als nächstes hin? Was sind denn so die nächsten Schritte, die für mich auch sinnvoll sind, um in meine Freude, in meine Leichtigkeit, in mein Leben, in mein Sein zu kommen? Ja? Und die Erkenntnisse haben wir ja ganz oft in den ruhigen Momenten. Und guck doch mal, ob du vielleicht auch in letzter Zeit ein bisschen viel Trubel hattest, egal, ob du einfach einen vollen Kalender hattest, weil du dich mit tollen Leuten verabredet hattest, was alles ganz, ganz super war, oder auch, weil auf der Arbeit viel los war oder du einfach generell viel zu organisieren hattest oder vielleicht auch, weil dir so viele Gedanken durch den Kopf drehen, das, was jetzt gar nichts mit anderen Menschen zu tun hat, sondern weil einfach gerade ganz, ganz viel los ist bei dir da oben. Also nutz auch gerne mal die Kommentare, schreib mal rein, was es bei dir vielleicht war in der letzten Zeit. Und dass es dich halt nicht übermannt, du vielleicht wirklich sagst, okay, ich tue mir in der neuen Woche mal wirklich was Gutes. Ich muss nicht auf jeder Hochzeit mittanzen, sondern guck mal, wonach mir gerade der Sinn steht, liebe Fische. Und schreib mal rein, was du dir vielleicht für die neue Woche vornimmst, was du hier mit uns teilen möchtest, was du dir gerne Gutes tust, um zur Ruhe zu kommen. Vielleicht inspiriert das ja auch andere, die hier zuschauen. Als Herzensbotschaft für dich haben wir: Das Leben ist ein kostbares Geschenk. Und über Geschenke darf man sich ruhig freuen. An jedem neuen Tag mit ganzem Herzen. Welches kleine oder große Geschenk, das das Leben dir macht, übersiehst du in diesem Augenblick? Das passt natürlich auch nochmal sehr gut zu den anderen beiden Karten mit zur Ruhe kommen. Weil wenn wir sehr im Tun sind, sehr aktiv sind, übersehen wir ja oft die schönen Überraschungen, die das Leben für uns bereithält, oder auch die Lehraufgaben, die das Leben für uns bereithält. Wir sagen, warum ist das denn jetzt passiert? Was lerne ich denn daraus? Was ist denn das Geschenk in der Situation, in der ich gerade bin? Und das sehen wir ja oft erst, wenn wir mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen mehr Ruhe raufschauen. Also guck mal, was das für dich sein könnte, liebe Fische. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg beim Entdecken davon in der neuen Woche. So, schauen wir mal beim Widder. Da haben wir den Majoran
Und der Majoran steht für Glück, glücklich sein. Also schau doch mal in der neuen Woche. Ich habe ja auch gerade schon die Sternzeichen-Affirmation für meinen YouTube-Kanal fertig gemacht. Und da war beim Widder auch irgendwie eine sehr, sehr schöne Botschaft, die auch sagt: Hey, come on, wird schon alles. Also Folge der Freude ist ja so ein Coaching-Satz, der gerne überstrapaziert wird, aber genau dafür steht's. Macht's dir Spaß? Lässt dein Herz höher schlagen? Findest du es toll? Mehr davon. Nimmt es dir die Freude? Macht's dich schwer? Weniger davon. Das könnte ein guter Leitsatz sein für die neue Woche für dich. Macht's mir Spaß? Mach ich mehr davon? Macht's mir keinen Spaß? Mache ich weniger davon. Macht's mir keinen Spaß? Bringt es mir aber was, damit ich zu mehr Spaß komme? Ja. Also Beispiel. Angenommen, du hast eine Reise gebucht und musst jetzt deinen Koffer dafür packen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe verreisen. Koffer packen ist halt so ein notwendiges Übel. Aber ich weiß ja wofür und dann macht es schon fast wieder Spaß, weil ich mache es, weil es mir ja was bringt. So, ne? Das könnte ja auch noch damit gemeint sein. Also schau doch mal, was von den Dingen, mit denen du dich beschäftigst, Dinge oder eben auch Menschen, mit denen du dich triffst oder was du dir im Fernsehen anschaust, was du liest, was auch immer, was davon bereitet dir Freude, Vergnügen, lässt dein Herz höher schlagen und warum eigentlich? Was löst es in dir aus? Mehr davon. Und was ist vielleicht so eingeschlichen und ist so ein bisschen und hat vielleicht auch einen schalen Beigeschmack? Weniger davon. Ja, das wäre ein gutes Motto für dich in der neuen Woche, lieber wieder. Und was haben wir hier noch für dich? Zwei der Kelche, also da geht es auch um Gemeinschaft, um Begegnung auf Augenhöhe. Das kann mit dir selbst sein, dir selbst auf Augenhöhe zu begegnen, also dich selber vielleicht auch nicht zu verurteilen für bestimmte Dinge, die noch nicht perfekt laufen, noch nicht da sind, noch nicht so sind, wie du es gerne hättest. Aber auch Begegnung auf Augenhöhe mit allen anderen Menschen, auch diejenigen, die vielleicht nicht mit dir einer Meinung sind, die vielleicht andere Entscheidungen treffen als du, die vielleicht deine eigenen Entscheidungen nicht verstehen, die vielleicht dich auch verurteilen. Die Frage ist ja, wie sehr verurteilst du diese Menschen oder eben auch dich selbst dann dafür. Und vielleicht sagen, wie wäre es mit ein bisschen mehr Verbundenheit mit allem, was mir in der neuen Woche begegnet? Wie gesagt, mit dir selbst, aber eben auch mit anderen Menschen, mit anderen Themen, mit anderen Dingen, die dir begegnen. Und diese Zugewandtheit, die man auch entwickeln kann, in dieser Woche sich entwickeln zu lassen. Und für den einen oder anderen, vielleicht steht auch eine neue Liebe ins Haus, vielleicht wird eine bestehende Liebe auf ein neues Level gehoben, vielleicht steht auch für den einen oder anderen beruflich eine Weiterentwicklung an, eine Jobpromotion, Gehaltserhöhung. Also schau mal, das kann es ja auch gemeint sein, was dich einfach weiter voranbringt. Ja, also vielleicht eine tolle Zusammenarbeit, die gestartet wird. Also da haben wir auch ganz viel Zuversicht und Freude für dich in der neuen Woche, lieber Widder. Und als Herzensbotschaft für dich haben wir, lege die Hände sanft auf dein Herz, schließe die Augen und denke, möge ich glücklich und unbeschwert sein. Lass deinen Atem frei und ruhig strömen, lächle dir zu und wiederhole diese kleine Meditation täglich einige Male. Also, ja, möge ich glücklich und unbeschwert sein. Was für ein wunderschöner Satz für dich, lieber Widder. Möge ich glücklich und unbeschwert sein. Das wünsche ich dir von Herzen. Aber hier ist noch eine zweite Karte mit rausgerutscht, die möchte ich dir nicht vorenthalten. Was auch immer passieren mag, es ist okay. Indem du das Leben radikal akzeptierst, befreist du deinen Geist und öffnest dein Herz für die Veränderung. Sobald du dich nicht an dem, was sein sollte, festhältst, kannst du mit dem, was ist, in Frieden leben. Ich würde sagen, die perfekte Zusammenfassung für dein komplettes Sternzeichen-Quickie heute für die neue Woche. Die perfekte Zusammenfassung aus den drei vorangegangenen Karten. Sehr, sehr schön. Ich wünsche dir was, lieber wieder. So, für den Stier, was haben wir denn für den Stier? So. Einmal neu durchgemischt hier. Na? Wollen nochmal gemischt werden. Na, dann machen wir das. Der Stier. Was haben wir für den Stier? So, jetzt. Wir haben den Fenchel,
Der Fenchel, der für Stärke steht. Stärke, Stärke für dich selbst, Stärke, um durchzuhalten, Stärke, um dran zu bleiben, Stärke auch, um deiner selbst willen, deinen Selbstwert zu kennen. Wer bist du? Was kannst du? Was ist das Ganze wert? Was bist du wert? Was ist deine Leistung wert? Was ist die Gabe, die man nicht mit Geld aufwiegen kann, generell im Leben anderer Menschen, die du bereicherst durch deine Art, durch dein Sein? Und hier geht es halt auch ganz stark um dieses Ineinandergreifen und Miteinander, weil es ist zwar ein Fenchel, aber ne, wir haben ja hier auch diese drei Strünke, die so rausgehen, dieses ineinander verschlungen sein und dazu sagen, es gehört halt mehr zu einer Person als nur die Talente und Gaben. Es gehört mehr zu einer Person als nur ihr Charakter oder ihr Aussehen oder ihr Name oder ihr was auch immer, sondern dieser Kern in dir ist ja eine komplette Verbundenheit aus allem, was du zu bieten hast. Und halte nicht die eine Sache zurück und geh mit der anderen Sache raus, sondern erkenne an, dass alles, was da ist, dieser Kern dich ausmacht und dass du diesen kompletten Kern verschenken kannst in der ganzen Stärke, in der ganzen Kraft, in der ganzen Liebe, die du zu geben hast in der neuen Woche, lieber Stier. Und ja, du auch aufbrechen darfst, deinen Weg gehen darfst, dich verschenken darfst mit dem, was du, ja, wie schon gesagt, zu bieten hast und dich nicht länger zurückhalten solltest oder auch, dass es vielleicht auch an der Zeit ist, den Kopf so ein bisschen auszuschalten und anzuerkennen, dass man nicht für alles immer den konkret ausgefertigten Plan haben muss, sondern dass es auch total okay ist, wenn man erstmal losgeht und dann unterwegs entscheidet, wohin man abbiegen möchte oder nicht, welche Abbiegung spannend aussieht und welche nicht. Und ich muss jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich komme gerade vom Wandern zurück. Ich war heute mit meiner Nachbarin eine schöne, große, sonnige Runde wandern, bevor ich mich umgezogen, geschminkt, fertig gemacht für die Sternzeichen-Quickies habe. Hatte ich Spinnweben im Haar und weiß ich nicht was. Und wir hatten keinen Plan, wo wir lang gehen. Wir haben nur gesagt, wir gehen, weil das Wetter schön war. Und sind einfach losgelaufen, wo die Nase uns hingetrieben hat. Und dann haben wir gesagt, oh komm, lass uns da abbiegen. Oh komm, lass uns hier lang gehen. Oh komm, lass uns den Waldweg nehmen. Oh komm, lass uns auf den Berg raufgehen. Und beim Laufen haben wir entschieden, wo wir abbiegen und wo wir weitergehen wollen oder wie groß die Runde wird. Wir wussten vorher nicht, wie groß unsere Wanderung werden würde. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen die Biegung noch. Ach komm, wir gehen da nochmal lang. Ach komm, lass uns da lang gehen. Ach guck mal, da scheint mehr Sonne, gehen wir da lang. Also das vielleicht als Beispiel oder Anekdote eben auch für dich und deinen Weg, dass wenn dir bestimmte Dinge unklar sind, das macht gar nichts. Es darf unklar sein, solange du weißt, wer du bist. Und diesen Schatz in dir nimmst und ihn irgendwo hinträgst und einfach offen lässt, wo du abbiegen möchtest. Es muss nicht alles klar sein. Es muss nicht alles in Stein gemeißelt sein. Es muss nicht alles ausgearbeitet sein, lieber Stier. Es darf auch beim Gehen entstehen. Und deine Herzensbotschaft lautet, verurteile dich nicht. Verurteile auch andere Menschen nicht. Ist auch ein Stierthema. Stiere verurteilen gerne mal. Also da kannst du dich auch so ein bisschen so am Schlawittchen ziehen. Also nochmal, verurteile dich nicht, verurteile auch andere Menschen nicht. Lass alles bewerten, urteilen und vergleichen los. Das sind nur Gedanken und Meinungen. Dadurch werden dein Herz leicht und dein Geist ruhig und klar. Sehr, sehr schöne Botschaft für dich, lieber Stier. Ich wünsche dir eine traumhaft schöne Woche und erlaube dir, auch ohne Plan losgehen zu können. So, für die Zwillinge, was haben wir für die Zwillinge in der neuen Woche? Da haben wir die Wassermelone, Fertility, also Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit haben wir für dich und also auch hier alle Zwillinge, die nicht schwanger werden möchten, Obacht! Aber wofür steht Fruchtbarkeit? Fruchtbarkeit steht für neue Ideen, für neue Projekte, für das Umsetzen dieser Projekte, für Wachstum, für Reife, für jetzt ist ein guter Moment, neue Dinge auf die Erde zu bringen. Und
Wenn ich das jetzt gerade mal hier so, ich bin ja Zwilling, ne, mir auf der Zunge zergehen lasse, ja, bei mir ist gerade so viel los. Am 15. November startet mein neuer Kartenkurs, Einführung ins Kartenlegen, wenn du da Lust drauf hast. Am 30. Oktober ist mein nächster Aufstellungsworkshop. Ich bereite mein Rauhnachtsprogramm wieder vor fürs neue Jahr 2021, 2022. Bei mir ist gerade so viel los. Wenn du dich dafür interessierst, schau mal in die hier auch in die Infobox, da findest du einen generellen Link, der dich zu allen anderen Sachen weiterleitet. Also ja, ich fühle mich hier gerade total abgeholt mit Ideen, die sprudeln, neue Dinge auf die Welt bringen, kreieren, umsetzen. Wie gesagt, kann auch Schwangerschaft sein. Oder auch tolle Ideen im Freundeskreis, wo ihr sagt, wollen wir nicht mal das machen? Und ihr träumt nicht nur davon, ihr bringt es auch auf die Erde, ihr setzt es auch um. Also, oder vielleicht ist ja auch nach einem Neustreichen, wenn ein Neustreichen, das kann auch sein, ja. Ich nutze diesen kreativen Rückenwind, um einfach meine vier Wände einfach mal neu zu gestalten. Also damit kann wirklich alles gemeint sein. Vielleicht willst du ein Buch schreiben, Gedichte schreiben. Vielleicht willst du was malen. Also auch Kreativität steckt hier mit drin, so, so viel. Guck mal, was dich da gut abholt, lieber Zwilling, in der neuen Woche. Und wir schauen hier nochmal in die Details, was ja auch noch mit gemeint sein könnte. Ja, Ideen. Ganz, ganz viel Fruchtbarkeit im Kopf, Lichtblitze, ja, aha, ach so könnte ich, ah, vielleicht schmeißt du auch dein komplettes Business über den Haufen und machst neu oder passt an oder sagst, oh, ich habe Lust auf neue Kunden, wer wäre das denn? Ich habe Bock auf neue Produkte, was wäre es denn? Oder vielleicht, es sind ja auch bestimmte technische Prozesse zu kompliziert geworden und du willst sie anpassen, dass es leichter wird. Also es kann wirklich alles Mögliche sein. Du liest mal ein Buch von einem Genre, was du noch nie so richtig gelesen hast bisher. Also guck mal, was das alles für dich sein kann, was dich halt auch fit hält im Hirn, ne? Dinge auch mal anders zu machen als bisher. Und wenn irgendein Zwilling, der hier zuschaut, eine Melone bei sich im Garten hat, Mama, ich hätte gern mal wieder eine. Kleiner Insider aus der Familie. So, die Herzenskarte für den Zwilling, da haben wir zwei. Die eine lautet, du kannst nur dann etwas Neues in dein Leben einladen, wenn du zuvor etwas Altes loslässt. Was ist das Neue, für das du dein Herz jetzt öffnest? Was kann dir helfen, wieder in den Fluss des Lebens einzutauchen und ihm zu vertrauen? Und das ist ja was wir Menschen auch sehr, sehr gerne mal, also zwar wissen, aber denken, es gilt für alles auf der Welt, aber nicht für mich. Und sind in diesem Wenn-Dann unterwegs. Wenn ich erstmal das und das fertig habe, dann mache ich das und das. Wenn ich erstmal so und so viel Geld habe, dann mache ich das und das. Wenn ich erstmal das und das erreicht habe, dann erlaube ich mir auch bla bla bla. Aber so funktioniert das Leben halt nicht. Und wir wissen das für andere, aber denken, wir sind die einzige Ausnahme auf diesem Planeten, wo das nicht so ist, wo dieses Wenn-Dann funktioniert. Also funktioniert es aber nicht. Mach's trotzdem. Es ist egal, ob dieses Wenn noch nicht eingetreten ist oder nie eintreten wird. Entweder du machst es oder du machst es nicht. Weil der richtige Zeitpunkt kommt eh nie. Der ist eh nie da. Also mach's doch einfach. Ja? Mach Platz für Neues. Und die zweite Herzensbotschaft für dich. Lass den Anspruch los, perfekt sein zu müssen. Gelassenheit entsteht, wenn du die Dinge und dich selbst so sein lassen kannst, wie sie sind. Sie werden nie perfekt sein. Etwas so gut wie möglich zu machen, ist mehr als genug. Auch das eine Botschaft, die uns alle mal so ein bisschen ausatmen lassen kann. Du bist doch eh nie fertig. Es wird eh nie perfekt sein. Meine Güte, mit wie vielen Prozent ist immer noch gut genug? Und wie viel mehr Ruhe das reinbringt, wenn wir uns das doch erlauben in unserem Leben. Okay, lieber Zwilling, dir, uns, eine tolle Woche, wassermelonige Woche. Gucken wir beim Krebs. Für den Krebs haben wir die rosa Rose, die rosafarbene Rose, die mit Dankbarkeit einherkommt. Dankbarkeit für alles im Leben zu entwickeln, was da ist. Für die Dinge, die uns bewusst sind, für die Dinge, die uns unbewusst sind, die wir als gegeben hinnehmen, über die wir nie nachdenken. Und jetzt gerade in der Jahreszeit, in der es ja sehr früh dunkel wird und oft sehr, sehr grau ist, auch mal vielleicht dankbar zu sein dafür, dass wir elektrisches Licht haben, dass wir Heizung haben. Ja, solche Sachen. Auch dafür mal dankbar zu sein, aber auch Dankbarkeit zu entwickeln für Dinge wie
alles, was nicht gut läuft, auch wenn wir manchmal nicht verstehen, warum es so ist, aber im Nachgang vielleicht doch sagen, gut, dass das so war, weil daraus habe ich das und das gelernt und das kann ich heute dafür nutzen, für eine ganz andere Situation. Dankbar zu sein für Menschen, die uns begegnet sind, auch wenn sie irgendwas Blödes mit uns gemacht haben, aber dann vielleicht doch zu sagen, aber ich habe daraus gelernt, dass ich doch stärker bin, als ich dachte. Und auch wenn das die schmerzlichen Prozesse im Leben sind, ne, also jede wunderschöne Rose hat ja auch Dornen, so sind ja auch das oft die Lektionen, aus denen wir lernen. Weil wie heißt es so schön, wer nicht hören will, muss fühlen. Und sehr, sehr viele Menschen sind ja eher fühlend unterwegs und sagen, ja, ich weiß, dass du mir einen guten Rat gibst, ich mache es trotzdem. Und dann, scheiße, hätte ich mal auf dich gehört. Also auch hier wirklich Dankbarkeit zu entwickeln für alles auf diesem Weg, was dir begegnet, weil es immer auf irgendeine Art und Weise gut für dich ist. Wenn du daran glaubst, dass das Universum einen Plan hat, dann ist ja auch nichts zufällig da. Und auch hier, 4 der Stäbe, innehalten, feiern, das Leben genießen, auch dankbar zu sein für die tollen Menschen in deinem Leben, Gemeinschaft, bewusst auch Gemeinschaft suchen, also auch mal schauen, mit wem möchte ich mich in dieser Woche treffen oder wo, für welches Treffen oder für welche Begegnung bin ich auch super dankbar, das dieser Person oder diesen Personen vielleicht auch mitzuteilen. Und eben auch, was wir hier auch schön haben, ist eben dieses Feierliche, diese Leichtigkeit, ja, also Spaß haben, kindliche Freude, das ist auch eine Hochzeitskarte, also vielleicht steht bei dem einen oder anderen auch, ja, wirklich irgendwie ein großes Lebensereignis im Kalender. Etwa. Also, aber schau mal generell, dass du in der Woche dir irgendwas Besonderes gönnst, wo du eben sagst, hey, das auch das dankbar für dich selbst zu sein. Wie oft machen wir tolle Geschenke für andere Personen und sind sehr, sehr großzügig und uns vergessen wir dabei. Also dir selbst vielleicht auch mal ein tolles Geschenk machen, lieber Krebs, wäre doch auch mal eine schöne Sache für dich in der neuen Woche. Deine Herzensbotschaft lautet, was andere von dir erwarten, ist nicht dein Problem. Sei nicht zu brav, sei nicht angepasst. Die Menschen, auf die es wirklich ankommt, respektieren und lieben dich so, wie du bist. Du musst dich nicht verstellen. Passt ja hier auch nochmal sehr schön zu der 4 der Stäbe-Karte, ne? Also mit den richtigen Menschen ist alles so leicht und so schön. Und man muss nicht das Gefühl haben, eine Rolle zu spielen oder sich oder den anderen was beweisen zu müssen, sondern man ist, gerade weil man so ist, wie man ist, ist man genauso richtig und willkommen. Und alles andere wäre eher komisch. Lieber Krebs, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle neue Woche. So, was haben wir denn für unseren Löwen? Da haben wir die Chrysantheme, Langlebigkeit und auch hier diese Uhr abgebildet, die eben auch sagt, weißt du, wir wollen ja so oft auch gern mal mit dem Kopf durch die Wand. Aber am Ende hat das Universum ja seine eigene Vorstellung von Zeit. Und ein Moment, der uns manchmal sehr, sehr lang oder sehr, sehr langatmig oder sehr träge vorkommt, ist ja im Vergleich zu unserem ganzen Leben nur ein Wimpernschlag oder zur Existenz dieser ganzen Erde. Was ist, weiß ich nicht, eine Woche von Sorgen oder ein Monat oder ein Jahr, nichts, nichts, nichts. Ja? Und das auch mal anzuerkennen und zu sagen, hey, alles hat so seinen göttlichen Plan und der funktioniert auch. Wir haben ja auch die Sonne abgebildet. Ne? Nach der Sonne kommt der Mond, nach dem Mond kommt die Sonne. Es hat alles seinen Kreislauf und auch die Jahreszeit hat ja ihre Kreisläufe. Wir sind jetzt im Herbst, die Blätter verfärben sich und fallen. Der Winter geht in die Pause, dann nimmt es wieder Fahrt auf. Wir haben den Frühling, den Sommer, dann geht es in den gleichen Prozess. Und wenn du gerade in solchen Prozessen steckst, anzuerkennen, es dauert halt so lange, wie es dauert. Und am Ende ist alles zum rechten Zeitpunkt bereit. Und natürlich darfst du da dran mitarbeiten und zutun. Aber überleg mal auch, ob es dich vielleicht nicht überrollen würde, wenn die Dinge zu schnell, zu perfekt sind, ob es dich dann nicht vielleicht auch gerade einschüchtern würde und dass das Tempo, mit dem du unterwegs bist, vielleicht genauso richtig ist, wie es gerade ist. Vielleicht könnte es noch auch schneller sein, ja, aber am Ende, solange du weißt, ich gebe alles, was ich geben kann und ich bleibe dran, ist es nicht vielleicht sogar beruhigender, wenn noch nicht alles hundertprozentig bereit ist, weil wie dramatisch wäre das denn, wenn auf einmal alles toll wäre? Und auch hier die Stärkekarte, ne? Also was ich gerade sagte, dran zu bleiben,
zu wissen, was du willst und zu wissen, dass auch du dann genau das umsetzen kannst, dass du die Schritte, die es braucht, dafür gehst, aber dass es eben auch ein Prozess ist, vom Lämmchen zum Löwen zu werden, lieber Löwe. Ja, das passiert halt nicht von heute auf morgen. Und ich sag mal, ich weiß nicht, als ich damals nach Amerika gegangen bin, da hatte ich so viele Jahre schon Englischunterricht gehabt. Wie viele waren denn das? 5 Jahre oder sowas. Und ich dachte, ich kann Englisch, ich komme dahin, ich habe kein Wort verstanden. Also, auf einmal reden die alle Englisch. Und ich so, oh, verdammt, ich dachte, ich bin gut, ich kann nichts. Und dann hat es, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert. Es hat dann doch noch ein paar Monate gedauert, bis ich irgendwann komplett geswitcht war auf eine neue Sprache. Und dann war sie aber drin. Dann war sie da. Dann war auf einmal alles da. Und es ging nie wieder weg. Und selbst heute suche ich nach manchen deutschen Worten, obwohl Deutsch meine Hauptmuttersprache ist, weil Englisch meine zweite Muttersprache geworden ist. Und aber der Prozess war länger als 5 Jahre. Ja, und auf einmal war der Durchbruch da und dann kam es gefühlt über Nacht. Und so wird es bei dir auch sein. Gefühlt wirst du über Nacht vom Lämmchen zum starken Löwen. Aber wie viele Nächte wird es dauern, bis diese eine magische Nacht kommt und dir zu erlauben, dass es eben die Uhr so lange tickt, wie sie tickt. Es dauert so lange, wie es dauert, lieber Löwe. Also entspann dich rein. Du wisse, du hast alles getan, was du tun kannst. Bleib dran, tu weiterhin alles, was du tun kannst und dann lass fließen. Deine Herzensbotschaft für die neue Woche lautet: Lächle allem zu. Der Welt, den Wolken, dem Hund, der Verkäuferin, deinen Sorgen, Ängsten und Fantasien. Hatten wir nicht letzte Woche auch für dich? Ich weiß gar nicht mehr. Lächle nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit den Augen und mit dem Herzen. Dein Lächeln verwandelt dich und befreit dich von allem, was dich belastet. Genau, weil bringt ja nichts. Lächle der Welt zu, dir selbst, alles ist gut. Alles ist gut. Entspann dich. Ich wünsche dir eine ganz zauberhafte Woche, lieber Löwe. Für die Jungfrau haben wir in der neuen Woche die Limette. Also das Thema der neuen Woche ist Glück. Glücklich sein, das Glück in deinem Leben anerkennen und, das finde ich hier ganz spannend, mit der Malerkette auf Glück auch zu meditieren. Nicht nur grinsend durchs Leben zu gehen und sagen, boah, ist alles gerade total geil, yay, sondern dich bewusst mal runterfahren, in die Ruhe bringen und dieses Glück auch wahrnehmen in dir, in deinem Körper. Wo genau spürst du es denn? Was fühlt sich denn ganz aktiv anders an als vorher? Wo ist denn dieses Glück in dir verankert? Und wo kannst du es vielleicht auch bewusst verankern, dass du es auch in weniger glücklichen Momenten wieder hervorholen kannst? Oder auch, wenn du vielleicht gerade in einer Phase bist, in der du gar nicht so glücklich bist, kann ja auch sein, dich zurückzuerinnern, als ich wirklich glücklich war, was waren denn da die Umstände? Was habe ich denn dazu beigetragen? Und zu wissen, Glück ist nicht die Bedingung von, ich bin mit den bestimmten Menschen zusammen, ich bin beruflich auf einem bestimmten Weg, ich bin umgeben von, was weiß ich nicht was, ja, einem tollen Haus, einem tollen Auto, einem tollen Urlaub, einem tollen was auch immer, sondern Glück entsteht aus dir selbst heraus. Und was habe ich bewusst gemacht in der Vergangenheit, in Momenten, in denen ich mich sehr, sehr glücklich gefühlt habe oder eben jetzt aktuell, was habe ich dazu beigetragen? Was habe ich gemacht für mein Glück? Weil das machst du selbst, das macht niemand anderes für dich. Es kann dich auch niemand unglücklich machen, das kannst du nur selbst. Auch wenn wir die Schuld für unser Glück oder unser Unglück gerne anderen in die Schuhe schieben, es kommt von uns selbst. Und dieser spritzige Gedanke, um jetzt hier nochmal die Limette ins Spiel zu bringen, dieser spritzige Gedanke von dieses Glück in dir wirklich zu entdecken und zu finden, wo kommt es her? Was ist dieses sparkly, glittery Glücksgefühl oder Glücksmoment, das dich begleitet? Was ist es wirklich? Was ist es wirklich, was du dazu beiträgst? Und ja, auch hier haben wir es nochmal, ne, wie ich gerade sagte, mit mal in die Ruhe gehen, in die Meditation gehen, in die Kontemplation gehen, genau das zu tun in der neuen Woche. Dir mal bewusst so ruhige Momente zu nehmen, zu meditieren, zu journalen, zu was auch immer für dich in Frage kommt
Und da wirklich mal reingehen, dieses, ja, wir haben ja auch hier das Herz, ne? Was ist es, was mein Herz heilen lässt, schön sein lässt, glücklich sein lässt? Weil, wie gesagt, das machst ja du. Also was trage ich dazu bei, dass es so ist? Und wenn Antworten kommen wie, ja, ich mache das, weil ich mich mit Person X treffe, ich mache das, weil ich gerade total erfüllt bin hier, ich mache das, weil, nee, das sind nicht die Antworten. Also nimm dir die Zeit und grab tiefer. Was ist an dir anders, dass du gerade dieses Glück, das immer schon da war, auch gut annehmen kannst oder auch wieder annehmen kannst? Zu erkennen, dass du es gemacht hast, du allein. Und wie großartig das ist, liebe Jungfrau. Als Herzensbotschaft für dich haben wir, du musst gar nichts. Passt jetzt zu, fahr mal runter, entspann mal, meditier mal. Du musst gar nichts. Erkenne, dass du selbst es bist, der die Entscheidungen in deinem Leben trifft. Yes. Sei dir bewusst, dass sich hinter jedem Ich muss eigentlich ein Ich will versteckt. Der einzige Mensch, der dich unter Druck setzen kann, bist du selbst. Und wenn das nicht passt, der einzige Mensch, der verantwortlich ist für dein Glück oder Unglück, bist du selbst. Der einzige Mensch, der dich unter Druck setzen kann, bist du selbst. Alles, was in deinem Leben sich zeigt, hast du selbst kreiert. Alles Schöne, aber auch der ganze Mist. Hast du alles selber gemacht. Aber somit bist du auch in der Lage, es jederzeit neu zu kreieren oder auch umzukreieren. Jederzeit aufs Neue. Und ich wünsche dir wunderschöne, innige Momente in der neuen Woche, liebe Jungfrau. So, für unsere Waage haben wir die Kapuzinerkresse. Kapuzinerkresse, Erfolg, Sieg, ja, wir haben die Krone hier, also dieses royale, königliche, also auch auf Thronen über etwas und zu sagen, yay, dich selbst zu feiern für all das Geile in deinem Leben, für auch den ganzen Mist in deinem Leben. Fast als wenn das Jungfrau-Reading gerade noch weitergeht. Feier dich doch einfach für alles, was gerade ist. Feier dich für yay, diesen kleinen Minischritt, den du weitergekommen bist, diesen riesengroßen Schritt, den du weitergekommen bist, Dinge, die du angepackt hast, die du umgesetzt hast, egal wie groß oder wie klein sie sind, feier dich auch für den ganzen Mist. Sag, hey, ich habe schon wieder erfolgreich verbockt. Ich bin schon wieder erfolgreich gescheitert. Ich bin schon wieder. Ich wollte schon wieder meine Homepage basteln und habe es diese Woche nicht geschafft. Ist doch egal. Je mehr du es leicht nimmst, desto leichter fällt es dir am Ende eben auch, es am Ende doch umzusetzen, desto leichter geht es dir am Ende doch von der Hand. Und ganz ehrlich, wenn du das royale Ich in dir auspackst, ne, wir haben ja hier die Krone, das royale Ich auspackst und sagst so, hey, ganz ehrlich, wie heißt dieser Spruch, was kümmert es einen Löwen, wenn die Hyäne im Dschungel, in der Steppe, in der Savanne, wo auch immer, schreit gar nicht, kratzt nicht. Also, meine Güte, nimm's royal, nimm's königlich, nimm's, ist halt so, wie es ist. Mal klappt's nicht, mal bist du Baum, mal bist du Borke, aber ich stehe über den Dingen, weil mal bin ich Baum, mal bin ich Hund, mal bin ich Borke, mal bin ich was auch immer. Und dir selbst zu vergeben und anzuerkennen, dass du einfach auf deinem Weg bist und somit auf dem Weg sein. Da muss ich gerade auch so an den Jakobsweg denken. Ich glaube, dass jeder Mensch, der den Jakobsweg gelaufen ist, unfassbare Schmerzen hatte und trotzdem, die meisten bleiben ja dran und gehen weiter und nehmen es mit der inneren Größe und besiegen sich selbst. Besiegen ihren Quatschi im Kopf, besiegen ihren inneren Schweinehund und besiegen sich aufs Neue und bleiben dran. Ich glaube, das ist es, worum es für dich geht, liebe Waage, in der neuen Woche. Anzuerkennen, wie großartig du bist, auch in all deinen Unzulänglichkeiten, Fehlern, Zweifeln, Sorgen, kleinen Momenten. Und dich dann dafür zu entscheiden, bleibe ich dran oder gebe ich auf? Bin ich Schöpfer meines Lebens oder bin ich das Fähnchen, Blättchen im Wind. Deine Wahl. Ja. So, was haben wir hier noch für dich?
Ja, auch nochmal die Königin, nochmal real. Die Wachstumskönigin haben wir hier, Königin der Stäbe. Deine Wahl. Bin ich Schöpfer meines Lebens oder bin ich Opfer meines Lebens? Aber du bist eine Waage, du schöpfst. Du schöpfst. Du bist vielleicht manchmal verwirrt, weil du Waage bist, ja. Aber ich finde das hier eigentlich von der Handhaltung auch sehr schön, weil auch das erinnert so ein bisschen an eine Waage. Und sie hat zweimal die Siegerpose und ist dabei total entspannt. Und ihre ganzen Lichter und Geschenke blitzen auf, die sie zu geben hat, sich selbst und dieser Welt. Und das anzuerkennen, liebe Waage, das wünsche ich dir von Herzen für die neue Woche. Und dann schauen wir mal, was deine Herzensbotschaft ist. Die lautet, love it, change it or leave it. Überlege dir, was du liebst und schenke ihm Zeit. Überlege dir, was dich stört und verändere es. Überlege dir, was du loslassen musst und wovon du dich befreien willst, weil du es ohnehin nicht verändern kannst. Das also auch nochmal im Grunde als wunderschöne Zusammenfassung für dich, liebe Waage, in der neuen Woche. Dieses auch, du bist immer Schöpfer deines Lebens, egal wie du dich entscheidest. Und nur du kannst dich königlich royal mit dir selbst verhalten und in einer gewissen würdevollen Erhabenheit durch dein Leben gehen. Und das wünsche ich dir von Herzen. So, hoppala, für den Skorpion. Moment, Skorpion, was haben wir hier? Wir haben den Blumenkohl. Ich wollte gerade Brokkoli sagen. Nein, es ist ein Blumenkohl. Blumenkohl und Transition, Übergang. Also du befindest dich offensichtlich gerade in einer Übergangsphase. Haben wir ja auch hier ganz schön angedeutet im Mond. Ja, wir haben hier den Vollmond und den Neumond. Und auch die Kerze mit dem Wachs finde ich ganz spannend, weil auch wenn eine Kerze angezündet wird, und dann flüssig wird, das Wachs flüssig wird, es ist ja immer noch eine Kerze, auch wenn sie die Form ändert. Und vielleicht anzuerkennen, dass du, auch wenn du Dinge bei dir änderst, lieber Skorpion, du immer noch die gleiche Person bist. Und du für die Person, die du bist, für das großherzige, gutmütige Menschlein, das du bist, genau geliebt wird von den richtigen Menschen. Und wenn die es nicht tun, wenn du dich gerade veränderst und die dich dadurch verlassen, waren es dann die richtigen Leute. Kann man sich auch mal fragen. Wenn man mich verurteilt für das, was ich als normalen Prozess gehe, waren es dann die richtigen Menschen in meinem Leben? Eine Frage, die du dir sehr, sehr gut mal stellen kannst, egal ob es jetzt partnerschaftlich ist, freundschaftlich, familiär oder eben auch im Arbeitskontext. Und dass wir hier auch nochmal sehr schön haben, diesen Zusammenhalt. Ja? Also dieser Blumenkohl, der ja, naja, so kohlig daherkommt und dann mit diesen Blättern, die ihn so einbetten und zusammenhalten. Auch hier nochmal schauen, ja, wer ist denn dein sicherer Hafen? Wer bettet dich denn ein und macht alles mit? Egal wie verrückt deine Ideen zu sein scheinen. Und dir nochmal sehr, sehr bewusst zu sein, wer ist denn ja, mein Heimathafen? Wer sind denn die richtigen Menschen in meinem Leben? Wer ist denn beständig, auch wenn ich unbeständig bin und in der Veränderungsphase gerade unterwegs bin, ja, und da eben auch in deiner emotionalen Ruhe zu bleiben, für dich selber einzustehen, bei dir zu bleiben und anzuerkennen, ich, ja, ähnlich wie wir es bei Jungfrau und Waage hatten, bin Schöpfer meines Lebens, ich bin die Person, die kreiert und alles andere ist schmückendes Beiwerk, was mir willkommen ist, aber was mich auch nicht aufhalten sollte, und wenn sie es doch versuchen zu tun, ja, jetzt spreche ich zwar von Personen in deinem Leben, aber du kannst auch genauso gut mal deine Handlungen, deine Gewohnheiten, deine eingeschliffenen Muster überprüfen. Was von dem, was ich tue, hilft mir und fördert meinen Weg? Und was davon, naja, behindert mich vielleicht nicht, aber hilft mir auch nicht wirklich dabei, voranzugehen. Ja, also auch eine Frage, die du dir nochmal stellen könntest in der neuen Woche, lieber Skorpion. Deine Herzensbotschaft ist, mit dem Herzen siehst du mehr. Zum Beispiel deine Verbundenheit mit allen Wesen, den Sinn deines Daseins, das Licht deiner Seele. Du erkennst das Wesentliche. Finde heraus, was dein Herz will und befreie dich von allem, was dich nur unglücklich macht.
Und ich würde das gerne noch ergänzen. Befreie dich nicht nur von dem, was dich unglücklich macht, sondern eben auch von dem, was dich nicht wirklich voranbringt. Weil oftmals verschwenden wir so viel Zeit mit Dingen, die uns jetzt nicht wirklich schaden, weil sie uns halt nicht unglücklich machen, aber sie tun halt auch nichts für uns. Ja, also ein klassisches Beispiel wäre jetzt, wenn du, mir fällt jetzt nichts anderes ein, sorry, dich durch irgendwelche Netflix-Staffeln durchschaust, das schadet ja jetzt vielleicht nicht wirklich. Aber am Ende des Tages hat es dir halt auch nicht wirklich viel gebracht. Und ich rede jetzt nicht von einmal im Monat irgendwie einen Tag lang Fernsehen gucken. Ich rede jetzt wirklich von so einem Dauerrhythmus von, ich kann das nicht machen, weil jetzt kommt meine Serie. Ich kann das nicht machen, weil ich muss noch 5 Staffeln von irgendwas gucken. Und die Zeit ist einfach blockiert und kann nicht für andere Dinge genutzt werden, die vielleicht viel effektiver werden, um dich voranzubringen für dich und deinen Weg. Wenn du sagst, Mensch, ich wollte immer schon mal das und das machen, aber ich gucke jetzt lieber Netflix. Ja, nichts gegen Netflix. Ich habe auch ein Netflix-Abo, ich gucke auch Netflix. Aber wohl schon zu überlegen, wo fahre ich vielleicht auch Verhinderungstaktiken, weil ich beschäftigt bin, ohne wirklich was zu tun. Okay. Lieber Skorpion, ich wünsche dir eine tolle Woche. Und schau mal, dass du da nochmal so ein bisschen hinschaust. Der Schütze hat das Stiefmütterchen, Attraction. Was zieht dich gerade magisch an? Was oder wer? Welches Thema? Wo könntest du gerade deine ganze Zeit mit verbringen, weil es einfach so toll ist, weil es dich einfach so sehr freut, interessiert, beschäftigt? Und dann folge diesem Gefühl. Und lass dich davon einnehmen und schenk dem Ganzen die Zeit, auch wenn du sagst, eigentlich wollte ich das ja die Zeit anders verbringen, eigentlich war was anderes geplant, aber es gibt die sogenannte 72-Stunden-Regel. Wenn du irgendeine Idee hast, wenn irgendwas kommt, was dich gerade total begeistert, wenn du es nicht innerhalb von 72 Stunden umsetzt, verpufft es und die Energie ist weg. Und damit du dieses Verpuffen vermeidest, schau, dass du sehr, sehr zeitnah dieser Anziehung folgst und dem nachgibst. Bevor es verpufft, weil wer weiß, was da für Magie drin steckt und was du da nochmal für dich Wunderbares mit rausziehen kannst, lieber Schütze, weil da scheinen irgendwelche tollen Botschaften, Ideen, Erkenntnisse, Aha-Momente für dich drin zu stecken. Also pack alles beiseite, was nichts mit dieser magischen Anziehung gerade zu tun hat und folge dem, weil irgendwas steckt da für dich drin, was wichtig ist, gerade gesehen zu werden. Ich bin super gespannt, was das sein könnte. Was beschäftigt dich gerade? Was zieht dich gerade magisch an? Schreib das mal in die Kommentare, lieber Schütze. Und als Herzensbotschaft für dich haben wir: Niemand kann dich ärgern, wenn du dich nicht ärgerst. Keine Sorge kann deinen Geist trüben, wenn du dir keine Sorgen machst. Reaktionen laufen oft automatisch ab, doch durch Achtsamkeit kannst du innehalten und wählen. Wie wirst du dich entscheiden? Ich glaube, die hatten wir schon mal für dich, oder? So. Und wie immer, last but not least, unser Steinbock. Wir haben für dich den, was ist denn das hier, Estragon? Ja, ne? Estragon. So sieht Estragon aus, glaube ich. Turgon? Ja, Estragon. Regeneration. Und wenn ich mich so zurückerinnere an die letzten Sternzeichen-Quickies für den Steinbock, der war ja doch ein bisschen gebeutelt in den letzten Wochen. Vielleicht nicht jeder Steinbock hier, aber doch der ein oder andere sicherlich. Schreib mal rein, ob das bei dir zugetroffen hat in die Kommentare, lieber Steinbock. Und hier geht es darum, Regeneration, wieder heilen, aufbauen, in die Kraft zurückkommen, in die Stärke zurückkommen. Also auch zu wissen, was genau tut dir denn jetzt gut? Und dir das auch zu erlauben, dir zu geben, damit du wieder in deine Mitte zurückkommst, wieder bei dir ankommst, wieder ja, in deine Balance zurückfindest, Temperance-Karte, perfekt Balance. Und guck mal genau, was das ist, ob es ein Gespräch mit lieben Menschen ist, ob es eine Gemeinschaft ist, ob es Rückzug ist, alleine sein, ob es Meditation ist, Yoga, ein Buch lesen, Musik hören, in die Badewanne gehen, was auch immer es für dich ist, lieber Steinbock. Guck mal, dass du dir das schenkst in der neuen Woche, damit du gut gestärkt dann eben auch weiter durch dieses Jahr gehen kannst. Aber offensichtlich ist diese Woche für dich ganz, ganz wichtig, um eben ja wieder zu heilen, in die Heilung zu kommen, in die Ruhe zu kommen, in die Mitte zu kommen, bei dir anzukommen. Ja? Und deine Herzensbotschaft ist: Empfindest du dein Leben oft als anstrengend? Dann könnte es wichtig für dich sein, öfter mal Nein zu sagen. Sage Stopp zu Menschen, die dir nicht gut tun,
zu Aufgaben, die dich überfordern und zu all den Dingen, die deiner Seele oder deinem Körper schaden. Ja, auch das passt ja sehr, sehr gut zum Thema Regeneration und Balance für dich in der neuen Woche, lieber Steinbock. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du das gut durchziehen und dir auch erlaubst, dir das zu schenken, diese Ruhe auch in dir wieder aufzubauen. Okay, das war's wieder, die Sternzeichen-Quickies für die neue Woche, für alle Sternzeichen. Wie gesagt, schau bei deinem Aszendent- und Mondzeichen vorbei, damit du ein schönes, detailreiches Bild bekommst, was in der neuen Woche auf dich wartet. Ansonsten kannst du natürlich auch dein persönliches, individuelles Kartenreading bei mir buchen. Sehr, sehr, sehr gerne lege ich auch ganz privat für dich auf deine Frage. Und wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir mein Outfit gefallen hat, wenn ich dir gefallen habe, wenn dir irgendwas hier rein gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, bewerte das Video mit Gefällt mir. Abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Schreib mal in die Kommentare, inwiefern es mit dir resoniert hat. Ob dir mein wunderschönes, ich liebe es, liebe es, liebe es, lass los und hör auf dein Herzkartendeck gefällt. Ich finde es so, so toll. Oder welches Kartendeck du gern von mir öfter mal genutzt sehen möchtest. Und teile das Video gerne mit deinen Freunden, die sich auch für Kartenlegen, Horoskope, Sternzeichen interessieren, Persönlichkeitsentwicklung und noch was? Ich glaube, das war's. Schalt wieder ein. Bis nächsten Sonntag, deine Denise, die Lifestyle-Architektin, Medium für spirituelle Business-Rockstars.